Hey, schön euch zu sehen. Ich bin Maxi und in diesem Video geht es um methodische Maßnahmen im Sport. Das ist Paul. Er hat im Sportstudium in den Sportdidaktik-Seminaren nicht gut aufgepasst. Nun ist Paul erleichtert, dass seine Seminarleiterin Frau Müller das Thema methodische Maßnahmen im Sport aufgreift. Kommt mal mit! Hallo und herzlich willkommen zu Sportdidaktik einfach erklärt. Methodische Maßnahmen sind nach Meyer Aktionen der Lehrkraft, um den Lernprozess in Gang zu setzen, den Unterricht zu lenken und zu steuern und die Aneignung neuer Verhaltensweisen zu erleichtern bzw. bereits erlernte Bewegungsformen zu erhalten. Bei den methodischen Maßnahmen handelt es sich also um ganz konkrete Handlungen von Lehrkräften im Unterricht oder in weiteren Sportangeboten. Sie werden deshalb auch Aktionsformen genannt und bezeichnen die kleinsten Einheiten der möglichen methodischen Entscheidungen. Die methodischen Maßnahmen können grob in drei Bereiche eingeteilt werden, wobei sich diese zum Teil überschneiden und kombiniert werden können. Dazu gehören die verbal-akustischen, die audiovisuellen und die instrumentell-taktilen Maßnahmen, auf die wir näher eingehen werden. Der Einsatz dieser Maßnahmen richtet sich nach den Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler, wozu beispielsweise das Alter gehört. Zu den verbal-akustischen Maßnahmen gehört unter anderem das mündliche Beschreiben von Bewegungsabläufen. Als weiterführende Maßnahme einer Beschreibung sind Erklärungen ebenso verbale Maßnahmen. Das Verstärken und Loben einer als positiv betrachtenden Handlung der Heranwachsenden oder umgekehrt das Appellieren und Tadeln gehören ebenso zu den verbalen Aktionsformen und sollten altersgerecht erfolgen. Die Bewegungsanweisung, Bewegungsaufgabe und Bewegungsanregung sind weitere zentrale Maßnahmen der Lehrkraft, die in einem unmittelbaren Zusammenhang mit offenen und geschlossenen Unterrichtskonzepten bzw. subjekt- und objektorientierten Methoden stehen. Eine Bewegungsanweisung erfolgt in geschlossenen Unterrichtssituationen. Bewegungsaufgaben oder Bewegungsanregungen werden in offenen Unterrichtssituationen formuliert. Hierin sehen wir, dass die methodischen Maßnahmen in einem engen Zusammenhang zu weiteren methodischen Entscheidungen stehen können und untereinander stimmig sein sollten. Das Korrigieren durch mündliche Rückmeldungen gehört ebenfalls zu den verbalen Maßnahmen. Dazu gehört zum Beispiel die Spontanrückmeldung, die unmittelbar nach einer Bewegungsausführung folgt und mit erklärenden Maßnahmen kombiniert werden kann. Das Unterrichtsgespräch oder eine Diskussion in einem Gesprächskreis fällt ebenfalls unter verbale Maßnahmen, die aber kaum zu trennen sind von den akustischen Maßnahmen. Unter akustischen Maßnahmen fällt beispielsweise das Klatschen als Rhythmisierungshilfe beim Tanzen oder bei den Angehschritten beim Wasserspringen. Des Weiteren sind Musik, Zurufen und Mitsprechen denkbar. Lasst uns das Erklären genauer in den Blick nehmen. Wer kann mir sagen, worauf man beim Erklären achten muss? Beim Erklären ist es wichtig, eine zielgruppenangemessene Sprache einzusetzen, die Funktion der Bewegung in den Vordergrund zu stellen und das Wesentliche vom Unwesentlichen zu trennen. Ja, genau. Ergänzend möchte ich noch erwähnen, dass die Reihenfolge der Informationen bedacht werden und Zusammenhänge deutlich gemacht werden sollten. Bei der Begriffswahl muss auf Kontinuität geachtet werden, da bei einer Bewegungserklärung in der Regel Aussagen über physiologische und physikalische Zusammenhänge und Ursächlichkeiten getroffen werden, ist bei Lehrkräften die gründliche Vertrautheit mit der allgemeinen und speziellen Bewegungslehre eine unabdingbare Voraussetzung. Lasst uns auf den zweiten Bereich, den audiovisuellen Maßnahmen, zu sprechen kommen. Die Möglichkeiten hierbei haben sich im Zuge der Digitalisierung deutlich erweitert. Viele verbale Maßnahmen wie Beschreibungen oder Bewegungsanweisungen können nicht nur auf Arbeitsblättern gedruckt, sondern auch audiovisuell in Erklärvideos eingebaut sein. Darüber hinaus bieten audiovisuelle Medien weitere Vorteile. Im Gegensatz zu Bewegungsabfolgen auf Bildern können nun bei entsprechender Ausstattung Medien eingesetzt werden, die Bewegungsabläufe in bewegten Bildern und mit Ton demonstrieren sowie erklären können. Inzwischen existieren zahlreiche Internetseiten, die zum Beispiel Erklärvideos zu Bewegungsabläufen oder Apps zur Videoanalyse und Korrektur anbieten. Auch der Einsatz einer Virtual Reality Brille fällt unter diese Maßnahme. Wer von euch kennt ein Beispiel zu den visuellen Maßnahmen aus dem Unterricht? Mir fallen da Pylonen ein.
Sie werden unter anderem eingesetzt, um Spielfeldmarkierungen oder Markierungen zum Dribbeln zu visualisieren. Das ist ein gutes Beispiel. Darüber hinaus können als visuelle Maßnahmen unter anderem farbliche Bänder, Reifen oder bestimmte Markierungen zur Orientierung eingesetzt werden. Farbliche Bänder werden für gewöhnlich eingesetzt, um eine bessere Orientierung für Mannschaften zu liefern. Reifen können unter anderem genutzt werden, um eine Schrittfolge zum Beispiel beim Korbleger oder Hochsprung zu markieren oder die Körperbewegung beim Delfinschwimmen zu üben. Eine Markierung an der Wand kann helfen, um zum Beispiel das Passen an der Wand zu üben. Auch die obere Ecke des Quadrats am Basketballkorb über dem Ring kann als eine Markierung für den Korbleger betrachtet werden. Die Demonstration einer Bewegung von der Lehrkraft oder von einem Heranwachsenden stellt ebenfalls eine visuelle Maßnahme dar, die durch eine verbale Beschreibung ergänzt werden kann. Ebenso gehören das Vorzeigen und Vormachen zu den visuellen Maßnahmen. Was ist denn der Unterschied zwischen Vorzeigen und Vormachen? Ist das nicht das Gleiche? Das ist eine berechtigte Frage. Einige Autoren verwenden beide Begriffe synonym. Andere wiederum halten eine Trennung für sinnvoll. Die letztgenannte Gruppe bezieht das Vormachen auf die aktive Demonstration durch die Lehrkraft oder einen Heranwachsenden, während beim Vorzeigen Medien diese Funktion übernehmen. Das Vorzeigen geht aber über das Vormachen noch hinaus. Vorzeigen impliziert zum Beispiel auch Zeichnungen wie Skizzen für taktische Aufstellungen. Okay, danke. Jetzt habe ich verstanden. Worauf muss ich beim Vormachen achten? Damit das Vormachen als methodische Maßnahme voll zur Geltung kommen kann, können wir uns an den Hinweisen von Heyman und Loye sowie von Messmer orientieren. Vorweg möchte ich allgemein erwähnen, dass die Heranwachsenden durch das Vormachen eine Bewegungsvorstellung bekommen sollen. Sie sollen also eine Vorstellung vom Sollbild bzw. von der Zielbewegung erhalten. Das Vormachen kann auch in einem offenen Unterricht seinen Platz haben. Zentral ist es aber, wenn es um das Erlernen von genormten technomotorischen Fertigkeiten geht. Diese methodische Maßnahme folgt damit dem lernpsychologischen Prinzip des Modelllernens nach Bandura. Dem Vormachen folgt dann in der Regel das Nachmachen. Nun zu den konkreten Hinweisen. Die Heranwachsenden müssen das Vormachen bzw. die Demonstration gut sehen können. Beim Vormachen spielt die Organisationsform also eine bedeutsame Rolle. Das Bewegungsvorbild muss den Bewegungsablauf technisch richtig wiedergeben. Wie gesagt, dies kann durch die Lehrkraft oder einen Heranwachsenden erfolgen. Außerdem kann das Erklären das Vormachen unterstützen. Die Heranwachsenden sollen vor der Demonstration gezielte Bewegungsaufgaben und eventuell Hinweise auf Knotenpunkte der Bewegung erhalten. Dabei hilft die Orientierung an den Kernbewegungen, um den Fokus der Beobachtungen auf die wichtigen Bewegungen zu lenken. Das Vormachen soll bei Bedarf mehrmals wiederholt werden, damit der Bewegungsablauf verinnerlicht werden kann. Zudem soll es dem Könnensstand der Adressatengruppe entsprechen. Wenn diese Voraussetzungen nicht gegeben sind, bietet sich eventuell eher ein Vorzeigen über Medien an. Allerdings ist dann wiederum unter anderem die Relation zwischen Aufwand und Nutzen zu bedenken. Das sind jetzt alles recht allgemeine Hinweise. Gibt es eventuell noch einige spezifische Hinweise für bestimmte Sportarten bzw. Bewegungsformen? Ja, gibt es. Jetzt stelle ich nach Messmer noch einige spezielle Hinweise vor. Beim Vormachen einer Bewegungs- oder Tanzfolge sollte bereits in der Vorbereitung entschieden werden, ob und wann die Folge spiegelverkehrt oder mit dem Rücken zu den Heranwachsenden vorgezeigt wird. Das spiegelverkehrte Vormachen erschwert Anfängerinnen die konkrete Nachahmung der Bewegung, hat aber den Vorteil, dass die Lehrperson direkt Rückmeldung geben kann. Sollten in einer Abfolge Slow-Motion-Bewegungen möglich sein, zum Beispiel beim Schwimmen die Rollwände, so kann durch die Verlangsamung die Qualität der Bewegung erhöht werden. Beim Outdoor-Sport, zum Beispiel beim Skifahren oder beim Leichtathletik, muss auf die Lichtverhältnisse geachtet werden. Falls die Sonne blendet, hat das Vormachen keine Wirkung. Lasst uns auf den dritten Bereich, den instrumentell-taktilen Maßnahmen, zu sprechen kommen. Instrumentell-taktile Maßnahmen werden insbesondere zur Bewegungskorrektur, beim Helfen und Sichern sowie zur Bewegungsverfremdung eingesetzt. Schauen wir uns diese Aspekte mal an. Eine Bewegungskorrektur kann nicht nur verbal erfolgen. Sie kann auch durch instrumentell-taktile Maßnahmen unterstützt werden.
Eine Korrektur kann zum Beispiel durch eine taktile Unterstützung durch die Lehrkraft erfolgen. Das ist unter anderem der Fall, wenn die Lehrkraft die Bewegung einer Schülerin beim Yoga oder einer anderen Bewegungsform aktiv mit den Händen führt, damit diese eine entsprechende Bewegungswahrnehmung entwickeln kann. Wenn ein Schüler beim Kraulen die Beine zu weit geöffnet hat, kann eine Bewegungskorrektur unter anderem in Form einer zwingenden Maßnahme erfolgen, indem zum Beispiel ein Pullboy zwischen die Oberschenkel geklemmt wird. Dadurch erfolgt vorübergehend eine Art Überkorrektur und die Beine müssen zusammengehalten werden. Gleichzeitig wird der Unterkörper stabilisiert und es entsteht in diesem Fall zusätzlich eine Auftriebshilfe. Das Helfen und Sichern gehört ebenfalls zu den instrumentell-taktilen Maßnahmen. Bei der Bewegungshilfe wird zwischen personalen und nicht-personalen Bewegungshilfen unterschieden. Was ist ein Beispiel für eine nicht-personale Bewegungshilfe? Eine nicht-personale Bewegungshilfe ist zum Beispiel wie eben erwähnt ein Pullboy beim Schwimmen. Ein anderes Beispiel ist der Pinguin beim Schlittschuhlaufen. Anstelle einer Person erfolgt die Unterstützung also durch ein Gerät bzw. ein Material. Beim Handstand ist das Festhalten der Beine durch eine Lehrkraft bzw. eine Schülerin oder einen Schüler zum Beispiel eine personale Bewegungshilfe und gleichzeitig auch eine Sicherung. Beim Handstandüben gegen die Wand sprechen wir eher von einer nicht-personalen Bewegungshilfe. In diesem Fall wirkt die Wand als instrumentelles Material. Jegliche Erleichterungen der Bewegung, zum Beispiel durch Schrägen bei einer Krippe am Reck, dienen ebenfalls als Unterstützung. Sollen Heranwachsende Bewegungshilfen geben, müssen sie von der Sportlehrkraft immer wieder die Kenntnisse des entsprechenden Bewegungsablaufs vermittelt bekommen. Der Einsatz von Bewegungshilfen hängt zudem stark von der jeweiligen Sportart ab. Während sie beim Turnen einen relativ hohen Stellenwert haben, wird man zum Beispiel beim Erlernen von Sportspielen weitgehend auf sie verzichten können. Beim Turnen geht die Bewegungshilfe oftmals in eine Bewegungssicherung über. Diese Maßnahme zielt darauf ab, die Unfallgefahr im Sportunterricht zu minimieren. Kommen wir damit zum Sichern. FETS unterteilt in Sichern ohne technische Hilfsmittel und in Sichern mit technischen Behelfen und Vorrichtungen. Bei der ersten Art der Bewegungssicherung können die Lernenden oder die Lehrpersonen mit den entsprechenden Sicherungsgriffen bereitstehen, mitgehen oder zufassen. Nehmen wir Helfergriffe als Beispiel. Beim Turnen wird der Oberarmklammergriff bei der Sprunggrätsche über den Bock angewandt. Auf diese Weise kann durch Zufassen eine Hilfestellung bei der Bewegungsausführung geleistet werden. Gleichzeitig dient dieser Helfergriff zur Sicherung, um Unfälle zu vermeiden. Der jeweils zweckmäßige Einsatz der Sicherung hängt vom Schwierigkeitsgrad und von der Struktur der motorischen Fertigkeit ab. Ein Beispiel für Sichern mit technischen Mitteln ist das Klettern. Hier ist eine Partnersicherung unter anderem mit Hilfe eines Seils und Klettergurten Pflicht und muss im Vorfeld eingeübt werden. Insgesamt wirkt die Bewegungssicherung nicht nur physisch, sondern hat auch psychische Auswirkungen. Die Lernenden können zum einen zu Erfolgserlebnissen geführt werden und zum anderen kann ihnen die Angst vor schwierigen Bewegungsabläufen genommen werden. Anhand dieser Ausführungen habt ihr vermutlich den Unterschied zwischen Helfen und Sichern erkannt, oder? Ich denke schon. Helfen ist ein bewusstes, aktives Eingreifen in den Bewegungsablauf, damit das Gelingen einer gestellten Aufgabe erleichtert werden soll. Sichern dagegen ist ein abwartendes Verhalten, damit, wenn nötig, Stürze und Verletzungen verhindert werden sollen. Es ist wichtig zu beachten, dass beim Helfen und Sichern die volle Aufmerksamkeit dem Übenden gilt und jederzeit eingegriffen werden kann. Absolut richtig, Paul. Ergänzend will ich noch erwähnen, dass mit zunehmendem Bewegungskönnen die unterstützende Hilfe bis zur begleitenden und abwartenden Bewegungssicherung abgebaut werden kann. Können Sie uns auch beschreiben, worauf wir beim Helfen und Sichern besonders achten müssen? Beim Helfen und Sichern sind folgende Aspekte zu beachten. Es ist wichtig, dass die ausführende Person der helfenden Person vertraut und dadurch die Angst reduziert wird. Dafür ist es notwendig, dass die helfende Person den Bewegungsablauf genau kennt, damit die Bewegungshilfe als Lernhilfe auch genau im Moment des Bewegungsakzentes wirksam werden kann. Unter Umständen ist es hilfreich, wenn die helfende Person die Bewegung aktiv führt. Unterstützend kann auch das Loben und Mut zu sprechen wie "Du schaffst das" sein.
Wir sind am Ende unserer Einheit und sollten nun zu den Bewegungsverfremdungen kommen, die auch zu den instrumentell-taktilen Maßnahmen gehören. Was ist mit Bewegungsverfremdung gemeint? Das sind beispielsweise verschiedene Geräte, Gewichte, Zeiten, verbundene Augen oder Hindernisse, die zu einem optimierten Bewegungsablauf verhelfen können. Bewegungsverfremdungen werden insbesondere eingesetzt, wenn die Grobformen und zum Teil die Feinformen schon weitgehend beherrscht werden. Ein Beispiel ist die Basketball-Dribbelbrille. Die Brille schränkt das Sichtfeld ein und verhindert den Blick Richtung Boden. Die Lernenden werden gezwungen zu dribbeln, ohne auf den Ball zu achten. Das restliche Sichtfeld ist jedoch nicht weiter eingeschränkt. Paul, kannst du zusammenfassen, was du über methodische Maßnahmen erfahren hast? Die methodischen Maßnahmen sind Handlungen der Lehrkraft, um den Lernprozess zu aktivieren, den Unterricht zu lenken und zu steuern, die Aneignung neuer Verhaltensweisen zu erleichtern sowie bereits erlernte Bewegungsformen zu erhalten. Methodische Maßnahmen können in drei Bereiche eingeteilt werden: verbal-akustische, audiovisuelle und instrumentell-taktile Maßnahmen. Diese sind nicht immer trennscharf und können sich überschneiden. Einige Handlungen der Lehrkraft können durch verschiedene methodische Maßnahmen erfolgen. Das Korrigieren kann unter anderem verbal oder durch taktile Maßnahmen erfolgen. Beide Maßnahmen können sich aber auch ergänzen. So, und jetzt seid ihr an der Reihe. Beschreibt zu jedem der drei Bereiche der methodischen Maßnahmen mindestens zwei eigene konkrete Beispiele. Viel Freude und Erfolg!